Hallo Leute, herzlich willkommen zum dritten Vlog von Krank aber freundlich mit mir, dem Captain Perk, zum Thema eine mobile Fahrradbühne. Hier könnt ihr dran teilhaben, wie die mobile Fahrradbühne entsteht und was wir später mit ihr anstellen werden. Das heißt, alle 2-3 Wochen wird hier auf diesem Kanal ein Video hochgeladen, wo ihr genau sehen könnt, was wir gerade machen und wie weit wir sind. Aktuell stehen wir noch sehr am Anfang des Projektes. Das heißt, wir diskutieren gerade oder überlegen, welchen Motor wir benutzen, wie groß das Zelt ist, wie bauen wir das Zelt, aus welchem Holz machen wir die Bühnenelemente und wie finanzieren wir das. Wir haben zwar noch ein paar Rücklagen, aber ihr wisst selber, umso mehr Geld am Start ist, umso besser wird ein Projekt. Wenn ihr uns gern bei der Finanzierung helfen wollt, dann könnt ihr gern Geld spenden. Hier einmal der Spendenlink. Die Gründe, warum man dieses Projekt unterstützen sollte, sage ich euch am Ende des Videos. Jetzt geht's erstmal los mit den Aufnahmen der letzten 2 Wochen. Genießt es und bis gleich. Ach ja, Fahrradfahrbilder konnte ich diesmal leider nicht machen, weil mein Hundeanhänger ist kaputt gegangen und mein Hund wollte einfach nicht kommen. Da bin ich wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne diesen Kanal. Wenn ihr Bock habt, dann spendet uns auch gerne Geld. Wie am Anfang des Videos, hier doch bei der PayPal-Link. Weil, ihr wisst, Veranstaltungsbranche, Kulturbranche hat gerade schwere Zeiten. Und umso mehr Budget am Start ist, umso krasser können wir es machen. Wisst ihr, was ich meine? Mein Plan ist gerade, dass ich da am Ende 20 Kilometer Umkreis Veranstaltungen machen kann. Aber stellt euch vor, wir könnten in ganz NRW Konzerte mit dieser Bühne machen. Oder Theater. Oder Kino. Also gebt uns euer Geld. Egal, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 100 Euro, 1000 Euro. Und noch mehr. Wäre mein Traum. Am Ende wäre es natürlich auch geil, wenn so viel Geld zusammenkommt, dass wir dieses Ding mit Windenergie, Sonnenenergie, alles vorladen könnten. Und so höchst moderne Akkuanlagen haben. Und Akkulicht. Genau, daher gibt uns euer Para. Ein anderer Grund ist, ihr unterstützt nicht nur uns, sondern ihr unterstützt auch ganz viele Musiker, Musikerinnen, Theatermenschen, die gerade Hoffnung brauchen, dass irgendwas nächste Saison, also nächste kommende Sommersaison passieren wird. Und wenn das wirklich so schlimm kommt, dass in der Sommersaison keine Veranstaltung geht, dann wird dieses Fahrrad halt 2021 eingesetzt. So. Lasst euch gut gehen, genießt die Zeit, genießt das Leben, abonniert diesen Kanal, wie ich gesagt habe und bis demnächst. Hadi, ciao.